Für Judith Sarkic aus Trier war es wie ein Albtraum. Ein Freitagabend gegen 6 Uhr. Plötzlich wird sie bombardiert mit SMS-Nachrichten. Auf einmal, wirklich von jetzt auf gleich, bekam ich unzählige Textnachrichten von Nummern, die ich nie gesehen hatte, nicht kannte, nicht zuordnen konnte, wem die gehörten. Mit wirklich ja, teils aggressivem, verstörendem oder auch verwirrendem Inhalt. Man bekommt schon so ein blödes Gefühl, also fast schon so Angst. Ne? Also man sitzt da zu Hause und manche Nachrichten waren halt auch schon so drohend. Pass auf, ich orte dich und dann komme ich vorbei oder irgendwie so. Die Leute waren halt wirklich sauer. Dann stellt sie fest, dass WhatsApp bei ihr nicht mehr funktioniert. Sie kann keine Nachrichten verschicken. Als ich gemerkt habe, dass WhatsApp nicht mehr funktioniert, habe ich wirklich ein bisschen Panik bekommen. Das ist schon erschreckend. Also man ist auch so ein bisschen machtlos, hilflos. Kann sie wenigstens noch mailen? Sie wechselt aufs Tablet und macht eine seltsame Entdeckung. Von ihrem Telefonanbieter O2 hat sie wenige Stunden zuvor eine E-Mail bekommen. Ihre elektronische SIM sei zur Aktivierung bereit. Sie hatte aber gar keine eSIM bestellt. Und da wurde mir dann schon sehr flau und dann war mir schon irgendwie klar, dass da ja, dass jemand irgendwie sich meine Handynummer anscheinend angeeignet haben musste. Direkt am nächsten Tag geht sie zum O2-Shop. Und tatsächlich, auf ihre Handynummer und ihren Vertrag wurde eine eSIM bestellt und aktiviert. Jemand hat sozusagen ihre Handynummer gestohlen. Sie geht sofort zur Polizei und erstattet Anzeige. Dort kennt man die Masche bereits. SIM-Swapping. Auf Deutsch könnte man von einem SIM-Tauschbetrug sprechen. Unter SIM-Swapping verstehen wir, wenn Täter mit zuvor entwendeten Daten oder über andere Mittel Handyverträge übernehmen, indem sie sich dem Anbieter gegenüber legitimieren und vorgeben, der Vertragsinhaber zu sein, eine Zweit-SIM-Karte beantragen oder den Vertrag auf anderem Weg übernehmen und dann diese Handynummer für weitere Straftaten nutzen. Doch wie konnten die Täter die Handynummer von Judith Sarkic übernehmen? Um eine zweite SIM-Karte auf einen Telefonvertrag zu bestellen, benötigen sie eigentlich ein Kundenkennwort. Wie kommen sie daran? Unser Reporter fährt nach Kronberg bei Frankfurt zur IT-Expertin Silvana Bruno. Sie zeigt ihm, wie leicht es für die Verbrecher ist, die Handynummer zu übernehmen. Der Trick? Zur Anmeldung im Kundenportal genügt bei einigen Mobilfunkanbietern der sogenannte Login per SMS-Code. Dazu benötigt der Betrüger eine Handynummer, zum Beispiel aus einem Datenleck. Nun geht er auf die Website des Mobilfunkanbieters und will sich dort anmelden. Er wählt Login per SMS-Code, gibt die bereits erbeutete Handynummer ein und bestätigt. Dann wird eine SMS mit einem Authentifizierungscode an den echten Besitzer der Handynummer verschickt. Um nun an diesen Code zu kommen, ruft der Betrüger das Opfer mit vorgetäuschter Identität an. Er ruft dich einfach an und sagt, hey, ich bin hier dein Postbote, ich bin DHL, ich möchte dir gleich ein Paket zustellen, dafür brauche ich eine Abstellgenehmigung. Bitte, du bekommst jetzt einen Einmalcode, gib ihn mir bitte einmal durch. Gibt das ahnungslose Opfer den Code durch, schnappt die Falle zu. Der Täter loggt sich in den Mobilfunk-Account des Opfers ein und bestellt eine elektronische SIM-Karte auf dessen Handyvertrag. Der Clou aus Sicht der Täter? Anders als bei einer klassischen SIM-Karte, die man ins Handy einlegt, muss der Mobilfunkprovider die elektronische SIM nicht per Post verschicken. Die sogenannte eSIM ist bei modernen Handys bereits von Haus aus eingebaut, als kleiner Chip im Gerät. Die eSIM muss lediglich aktiviert werden, mit einem Code vom Mobilfunkprovider. Erhalten die Täter diesen Code, können sie damit die eSIM auf ihrem eigenen Handy aktivieren und in wenigen Minuten die Handynummer ihres Opfers übernehmen. Judith Sarkic kann sich an einen solchen Anruf nicht erinnern. In ihrem Fall war es für die Täter möglicherweise noch einfacher, an ihr Kennwort zu kommen. Ich denke, das konnte man einfach erraten. Wenn man schon Daten hatte von mir, durch einen Datenleck oder irgendein Hacking, dann war das wirklich nicht so schwer, das zu erraten. Doch warum hat sie all die verstörenden SMS-Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten? Den Ermittlungen der Polizei zufolge wurden von ihrer Handynummer mutmaßlich tausende SMS verschickt, die aussahen, als kämen sie von der Sparkasse. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es gibt ein Problem mit Ihrer Push-Tarn. Bitte fordern Sie eine neue Tarn an unter diesem Link.
Der Link führt dann zu einer von den Tätern täuschend echt präparierten Website. Dort wird man aufgefordert, seine Daten einzugeben. So können die Täter Bankdaten abgreifen und Konten leerräumen. Von Frau Sarkic's Nummer, nicht von ihrem Handy, sondern mit der zweiten erlangten SIM-Karte, die sich die Täter dort besorgt haben, wurden dann eine Vielzahl von Personen angeschrieben mit den eben genannten Phishing-SMS. Und ja, viele melden so etwas der Polizei als Betrugsversuch, als Phishing-Versuch. Das wird dann entsprechend verfolgt. Einige ignorieren es, löschen die Nachricht und erkennen es. Und andere schreiben dann vielleicht auch auf diese Nachricht entnervt oder wütend zurück, was dann auch manchmal ins Beleidigende abgedriftet ist. So erklären sich die wütenden Nachrichten, die Judith Sarkic erhalten hat. Und dabei hat sie noch Glück gehabt. Denn mit einer übernommenen Handynummer können die Täter noch ganz andere Dinge anstellen. Viele Mobilfunkbetreiber bieten das Bezahlen über die Mobilfunkrechnung an, wenn ich im Internet einkaufen gehe. Somit kann ich zum Beispiel, wenn ich das aktiviert habe, bei Amazon einkaufen, bei anderen Online-Marktplätzen einkaufen und über meine Mobilfunkrechnung später bezahlen. Das bedeutet, die Angreifer können eigentlich auf Shoppingtour gehen und es landet auf meiner Mobilfunkrechnung. Außerdem können die Täter sämtliche Tarns und Pins abgreifen, die über SMS versendet werden und damit auch weitere Konten übernehmen, vom E-Mail-Account bis zum Bankkonto. Silvana Bruno kritisiert, die Mobilfunkbetreiber machten es den Tätern zu einfach. Ich denke, da ist noch eine Menge Luft nach oben, wenn ich ein Login sehe, was mit so einem Einmal-SMS, Einmal-Passcode abgesichert ist. Das ist für mich überhaupt nicht tauglich in dem Umfang. O2 gehört zur Telefonica Germany GmbH. Die schreibt dazu auf unsere Anfrage: Wir verfügen über hohe Sicherheitsstandards wie Filter, Seitensperren, Zwei-Faktor-Authentifizierung und vieles mehr, die wir laufend an neue Betrugsmaschen anpassen, sobald neue Vorgehensweisen bekannt werden. Auch bei anderen Mobilfunkbetreibern gibt es SIM-Swapping-Fälle. Der Branchenverband Bitkom verweist auf verschiedene Schutzmechanismen der Mobilfunkbetreiber, die auch an neue Angriffsmethoden angepasst würden. Marc Fleischmann beobachtet jedenfalls eine Zunahme von SIM-Swapping-Fällen in den vergangenen Monaten und hat Tipps, wie man sich verhalten sollte. Betroffene sollten, wenn sie feststellen, dass anscheinend eine Zweitkarte existiert oder sie Opfer von SIM-Swapping geworden sind, unmittelbar Kontakt mit dem Mobilfunkanbieter aufnehmen und die SIM-Karte sperren lassen. Dann selbstverständlich auch sämtliche Passwörter ändern und das Ganze der Polizei melden. Nachrichten, die sie erhalten haben oder ähnliche Beweismittel bitte nicht löschen, sondern diese der Polizei zur Verfügung stellen. Im Fall Judith Sarkic konnte die Polizei jedoch keine Täter ermitteln. Die Triererin hat die eSIM inzwischen von O2 sperren lassen und all ihre Passwörter geändert. Ja, also ich habe auf jeden Fall aus der Sache gelernt, dass SIM-Swapping wirklich was ist, was einem jederzeit passieren kann. Und einfach vorsichtig zu sein. Sie ist froh, dass der Spuk bei ihr nun vorbei ist und dass ihre Handynummer wieder nur ihr selbst gehört. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.